Ein Schneesäbelzahntiger. Ja. Ein Schnäbelzahntiger. Haha. Böser Schnäbelzahntiger. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Skyrim. Ja, beim letzten Mal haben wir ordentlich was gehört. Viel mehr als ich dachte, als ich Kotlaks Tagebuch aufgeschlagen habe. Aber wir haben jetzt, was wir gesucht haben. Haben wir das hier schon? Es gibt so eine Mod, die kann ich euch auch empfehlen, die habe ich hier aber nicht drin. Und zwar ist es Bücher, die man noch nicht gelesen hat, die leuchten dann so ein bisschen. Habe ich auch überlegt, ob wir das mal installieren. So, und während meine Nachbarn unten völlig ausrasten und das Spiel hier ein bisschen ruckelt, gehen wir jetzt nach draußen, denn wir sollen ja die Fragmente von Wutrad zum Schmied bringen. So. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob er Wutrad, ne, das ist ja die Axt von Isgramor, die er damals in der Schlacht geführt hat, bin ich mal gespannt, ob er die zusammenführen kann. Aber das... Erlund? Okay, der ist gar nicht an der Schmiede, der ist irgendwo anders. Dann gehen wir erstmal dahin. Kann man ja mal machen. Haut der einfach ab. Da hinten irgendwo. Ich dachte, der wohnt auch bei den Gefährten. Zu Hause. Danke. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Was zur Hölle? Ach stimmt, wir hatten ja so einen Auftrag, ne? Der Vermisste. Das ist ja auch eine von den Graumähen-Clan. Ihr wollt also helfen? Ja, absolut. Was kann ich tun? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Okay. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Mhm. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmhändler unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Wenn er nicht tot ist, ne? Welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Mhm. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. So weit bearbeiten, alles klar. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Das kriegen wir hin. Aber wir suchen ja noch jemanden hier und der ist da oben. Nämlich den Schmied der Gefährten. Da sitzt er. Oh, hier sind ja auch Bücher. Sheogorat. Sheogorat, ne? Wer es nicht weiß, der dädrische Gott oder Prinz des Wahnsinns. Da gibt's auch einen ganz lustigen Zusammenhang. Aber ich glaube, auf den gehe ich nochmal ein, wenn wir denn mal auf Sheogorat treffen sollten. Hi. Ihr seid zurück. Bin ich. Ich habe Kotlaks Fragment bei mir. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten.
Okay. Trifft den Zirkel. In der Tiefenschmiede. Die Tiefenschmiede ist eine ganz interessante Sache. Für alle, die nämlich nicht, erzähl ich draußen. Na, für alle, die nämlich nicht gelernt haben zu schmieden, sondern im Verzaubern besser sind, da könnt ihr mit der Tiefenschmiede, könnt ihr da auch eure Waffen schmieden. Da braucht ihr dann ganz besondere Rezepte für. Ich kenne mich da leider nicht so aus, denn ich habe das noch nie gemacht. Aber ne, oben haben wir ja so eine, die Himmelschmiede. Da könnt ihr ja ganz normal schmieden und hier unten haben wir die Tiefenschmiede. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kodlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kodlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kodlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Aha. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kodlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Cool. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskamor aufzubrechen. Für Kodlak. Krasser Scheiß, wir haben Wutrat bekommen. Ist natürlich eine Zweihandwaffe. Besonders tödlich bei Elfen. Wert 2000, Schaden 27. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. So, Tiefenschmiede. Und zwar, wenn man hier, glaube ich, weitergeht. Nee, wo war denn das? Da geht's zum Himmelsrand. Irgendwo... Oder war das bei den Dieben? Jetzt bringe ich alle durcheinander. Ich halte lieber die Klappe, bevor ich noch mehr Scheiß erzähle. So, wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Da oben. Iskramors Grab. Ja, gehen wir vom Schattenstollen Refugium los. Wahrscheinlich der schnellste Weg. In den eisigen Norden. Ja, dann mal los. So, da hinten hin. Wir nehmen hier aber auf jeden Fall unsere Waffe raus und speichern mal. Wer weiß, ob was wir hier alles stoßen werden. Vielleicht ja ein Drache, das würde ich auch mal wieder feiern. Da vorne ist irgendeine coole Ruine. Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir wieder auf so eine Eisgeister treffen. Vielleicht sollten wir mal... Moment mal. Was haben wir denn für Schreie überhaupt? Wir haben ja noch so einen Feueratem, aber wir haben keine Drachenseele im Moment. Hm, aber wir haben die unerbittliche Macht schon mal. Wir gehen mal kurz hier hoch und schauen uns auf jeden Fall an, was das da ist. Lieber mal schleichen, obwohl... Hier scheint gar nichts zu sein. Frostfluss-Leuchtturm.
Okay. Haben wir entdeckt. Geradezu auf dem Radar seht ihr übrigens so ein... ja, so ein Drachensymbol, dieses Skyrim-Symbol. Das ist meistens... Hm, kriegen wir den? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist meistens irgendwie, dass man da... Ich kann mich natürlich auch irren, aber dass man da einen Drachenschrei bekommen kann. Oh doch, ich dachte, wir schießen daneben. Ah, hier ist noch irgendwo was. Geradezu. Mir hat freundliche Radar gesagt. Aber ich sehe erstmal nichts. Also, scheiß drauf. Da unten sind... Ich glaube, die sind Horker. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das sind so Walrösser. Ich weiß gar nicht, ob die uns feindlich gesonnen sind. Aber der Bär ist es auf jeden Fall. Der greift uns natürlich auch direkt an. Warum denn auch nicht? Kopf zu. Da könnte schlecht ausgehen für uns. Das war knapp, Leute. Irgendjemand hat übrigens auch in die Kommentare geschrieben, dass wir ja vielleicht mal wirklich ein paar Punkte auch auf Magicka machen sollten. Denn wie man sieht, wir haben immer mehr Lebenspunkte, aber gar nicht mehr genügend Magicka, um das einmal komplett zu füllen. Das stimmt so natürlich, aber ich glaube im Skilltree von Magicka, im Skilltree von der Wiederherstellung, gibt es auch einen Skill, der quasi... den Mana-Verbrauch oder den Magicka-Verbrauch senken tut. Tun müssen. So, da vorne ist eine Höhle. Genau, die hatte ich gerade aus dem Blick verloren. Hab mich gewundert, wo die ist. Höhle am Hopswasserfall. Oh, das sieht aber nett aus. Oh, da vorne ist auch schon wieder so ein Ausguck. Einfach hervorragend gesprungen bin ich gerade. Vergesse ich immer wieder, dass man hier, wenn man rennt, gar nicht springen kann. Wir sollten auch mal speichern. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, ob die Horker uns angreifen. Was ist das da vorne? Sieht aus wie so ein Säbelzahntiger-Schneevieh. Ein Schneesäbelzahntiger? Ja, ein Schneebelzahntiger. Haha. Böser Schneebelzahntiger. Warum auch immer wir dann immer in der Außenperspektive sind. Ja, leg dich nicht mit Schneebelzahntigern an. Ich finde, die müssten so heißen. Aber ich glaube, da hinten ist noch einer. Ja, doch. Der weiß aber auch nicht so richtig, was er machen soll. Falls ihr euch wundert, warum ich immer mit dem Bogen zuhaue. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet.
Dir nicht gefallen, wa? Alter Verwalter. Wir suchen uns hier mal eine Deckung. Und jetzt ran da. Autsch. Alter, hat der viele Leben. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, das überleben wir, glaube ich, nicht. Leute, wir gehen mal... Ich weiß, ich mag das eigentlich nicht, aber wir trinken jetzt mal irgendwas, was uns mal ein bisschen heilt. Warum hält der denn so viel aus? Das ist ja nicht mehr normal, ey. Ach du Scheiße, Leute. Tja, hast nicht getroffen. Ach du Scheiße. Da kommt er. Aua. Ich glaube, wir bleiben an der Seite. Hier passiert uns deutlich weniger. Schade, wir sehen es nicht richtig. Ich glaube, wir sitzen auf seinem Kopf und schlagen ihm gerade den Kopf ab. Oh, Leute. Was für ein Kampf. Stahlschwert der Blitze. Nehmen wir mal mit. Oh, und ich freue mich über eine neue Drachenseele. Krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich war minimal überrascht. Und ich habe minimal übertönt, sehe ich gerade. Cool. Aber diese Drachenseele werden wir diesmal tatsächlich in den Schrei machen, nämlich in den Feueratem. Ja dann, mach doch. Verwende Drachenseelen, um... Das würde ich gerne lernen. Hallo? Bin wieder zu blöd wahrscheinlich. Ihr lacht euch jetzt alle gerade eins ins Fäustchen. Wie lerne ich denn das? Leute. Wir haben noch eine Drachenseele. Verarscht er mich gerade? Egal, wir steigen auf jeden Fall noch unsere Stufe auf. Danach gehe ich mal runter zum Nachbarn, frage den, ob der einen Arsch offen hat. Noch ein Punkt auf Ausdauer. Wie gesagt, ich will ja die Ausdauer über lang oder kurz auf 200 haben. So, was machen wir? Wir gucken mal, können wir hier noch einen Punkt verteilen? Die können wir erstmal nicht. Dann könnten wir entschleichen einen Punkt verteilen. Nein! Huch!
du löst keine Druckplattenschalter aus. Das können wir irgendwann mal machen. Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen den sechsfachen Schaden. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen nun das 15-fache des normalen Schaden. Boah. Wir nehmen das hier. Habt ihr euch ja auch gewünscht, dass wir mit Schaleichen ein bisschen besser werden? So, jetzt nochmal. Schrei. Warum gehst du nur nicht? Seele benutzen? Okay. Okay, muss ich über die Tastatur machen. Jetzt wissen wir es. Ja, ist ein bisschen blöd gelöst, aber na gut. Den packen wir auf jeden Fall auch auf unsere Schnellleiste und den können wir uns dann gleich mal angucken. Wie heißt der? Drachenatem? Nee, Feueratem. Da. Auf zum Atem! Ja! Ich denke mal, das kommt ganz gut, weil das wird wahrscheinlich viel mehr Schaden machen als das Futsroda. Ja. Liebe Freunde, ich sehe gerade, wir sind hart über der Zeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder einen Drachen zerkloppt, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Wie es hier weitergeht, was wir noch alles auf dem Weg zu Iskamors Grab erleben werden, das seht ihr in der nächsten Folge von Skyrim. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.